Hey Leute, hallo und herzlich willkommen. Vorab möchte ich mal ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, habt ihr die Möglichkeit, unten auf einen der beiden Daumen zu drücken. Entweder den Daumen nach oben, was mich natürlich freut, oder auch den Daumen nach unten, freut mich genauso. Denn das bedeutet, ich kann mich irgendwo verbessern. Wenn ihr den Daumen nach unten drückt, dann schreibt mir bitte auch auf, was ich zu verbessern habe, wo ich mich verbessern kann. Denn das Ganze hier lebt und steht mit eurer Mitarbeit. Also lasst die Tasten glühen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem nun folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3.1 mit mir, eurem Sharok. Und ihr seht's, ich habe hier unten schon mal eine Ebene gebaut. Hab hier ein bisschen Platz gelassen zu unserem Holz, weil hier kommt jetzt gleich Lava rein. Ich habe die Hoffnung, dass das Holz nicht anfängt zu brennen. So, und jetzt brauchen wir Lava. Und wir brauchen Crucibles. Hätte ich eigentlich vorproduzieren können. Warte mal. Da bin ich gerade am Überlegen. Ja, du kannst fallen. Das ist egal. So. Freunde. Freunde mit OI. Da gehen wir jetzt erstmal nach hier unten. Setzen hier eine Fackel hin. Dort, wo später die Lava ist. Und das dauert jetzt. Das dauert jetzt. Aber wir können es jetzt zum Beispiel auch so machen, dass wir jetzt hergehen und machen uns, was wohl? Genau, einen Trichter. Da haben wir das Eisen. Jetzt nochmal eine Kiste. Scheiße, wir haben kein Eisen mehr. Oh Mist, da habe ich vergessen, Eisen zu farmen. Muss ich das halt jetzt in der Aufnahme machen? Ah, sorry Leute. Das habe ich jetzt echt vergessen. So, hier wird jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Lava hergestellt. So, außerdem bin ich am Überlegen, ob ich hier nicht auch jetzt mit Steinslabs arbeite. Also mit Steinstufen. Mit Tisentar. Dass ich hier gerade so weitermache. Einfach nur. Na komm. Gut. Weil logischerweise mit Lava kann man nicht arbeiten auf Holz. Mit Lava lässt sich schlecht arbeiten auf Holz. Daher muss ich mir eventuell etwas anderes überlegen. Und deswegen auch die Überlegung mit diesen Steinstufen.
So. 1, 2, 3. Machen wir uns ein paar Stufen. Ich habe mir übrigens auch schon eine Treppe nach unten gebaut. Diesmal dann aber aus Stein. Die Treppe. Gut. So, und da unten sieht man den Bereich. Der ist, glaube ich, im Moment sogar noch aus Holz. Der ist momentan sogar noch aus Holz. So, nun komme er. Und mir ist eben was aufgefallen, wo ich mich nach unten gebaut habe. Die Tintenfische, die spawnen hier nicht. Und ich habe mir die Frage jetzt natürlich gestellt, warum. Jetzt möchte ich mal etwas ausprobieren. Und zwar brauche ich dazu auch wieder ein bisschen Stein. Dann geht's einmal ein paar Stockwerke nach oben. Gut, einmal habe ich dabei. Nehmen uns ein bisschen Wasser. Autsch. Gehen dann hier hin. 5, 6, 7, 8. Na, lass mal da offen. 4. So, dann brauche ich auch noch mal 4 Schilder. Ich hoffe, ich... Nee, ich habe nur noch 2. Verdammt. Mache ich mir halt schnell noch mal ein paar. Dann mache ich mir halt eben noch mal schnell ein paar. So. Hab ich hier irgendwo noch einen leeren Drawer? Nein. Dann brauche ich hier Chest Transport Gedönsdings Bums Teildingens da, du. So, 55 Tinte habe ich jetzt wieder. Wow, ich habe sogar mir dran gedacht, mir wieder eine Diamondwand zu bauen. So. Wir müssen hier nämlich noch einen raus. So, dann kommen die Schilder nämlich hier hin. Ja. Dann brauche ich jetzt noch mal... Oder warte. Nein, ich bereite hier keine Monsterfalle vor. Sieht nämlich fast aus wie die Vorbereitungen für eine Monsterfalle. Obwohl eigentlich, ne? Eigentlich, ich muss von irgendwo Wasser runterlaufen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme hier mir diesen Punkt, wo Wasser durchläuft.
Nee, Quatsch. Der Block bleibt, die Blöcke drumrum müssen weg. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass die Tintenfische immer dort spawnen. Jetzt gehe ich einfach ein bisschen nach oben. Jetzt machen wir das gleiche hier. Acht. So, was habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen dabei. Gut. Und normalerweise dürfte sich das Wasser jetzt nicht verteilen. Es verteilt sich doch. Warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. So, wir können uns auf jeden Fall mal hier 15 wieder zurück. So rum. Und dann nehmen wir uns 10 mal Quarzblöcke. Oh fuck. Stimmt, ausleuchten hätte ich auch sollen. Ah, da sterben. Da sterben ein paar. Da sind gerade ein paar Squids gestorben. Sehr gut. Das passt jetzt also. So, dann gucken wir mal, ob wir endlich eine Enderperle kriegen, damit wir uns eine Vakuum-Chest bauen können. Hier ist kein Enderman. Und hier sehe ich auch nichts drin. Skelett. Dieses neue Kampfsystem von Minecraft finde ich echt beschissen. Tintenbeutel. Na gut. Nicht falsch verstehen. Ich habe gesagt Tintenbeutel. Rotten Flesh. Die Knochen bleiben. Die brauche ich nämlich gleich. Dann haben wir noch einen Bow.
Können wir hier mit reinschmeißen und die Pfeile. Nehmen wir uns den Bogen und den Bogen und kombinieren sie. Damit wir ein bisschen mehr Haltbarkeit drauf haben. Du. Der Kobbel kann weg. Du kannst weg. Den zweiten Wassereimer brauche ich nicht mehr. Die können hier rein. Jetzt mache ich mal was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Ich baue mir nämlich mal eine Angel. Wo ich übrigens nur zwei Fäden gebraucht hätte. Das geht, wa? Na komm schon. Komm schon. Was habe ich bekommen? Ich habe ein Kabeljau. Na gut. Okay, man sieht auf jeden Fall, ich weiß auch, wie man angelt in Minecraft. Es gibt ja böse Zungen, die sagen, ich cheate so gerne hier in dem Spiel. Was mir eigentlich relativ dort vorbeigeht, wo sonst nur Klopapier hingeht. So. Hat die Nase gejuckt. Du kommst mal da hoch. Damit ich dich relativ schnell setzen kann. So, jetzt sehen wir nämlich, was hier drin abgeht. Und es geht einiges. Da liegt zum Beispiel Glowstone. An den ich im Moment doch bin rangekommen. Aber einen Enderman habe ich jetzt immer noch nicht. Hier könnte ich vielleicht noch was machen. Und zwar Doppelpunkt. Könnte ich hergehen. Halt, da hinten ist unsere Pflanzenkiste. Könnte Sugarcane schon mal anpflanzen. Nicht Sugar Daddy. Ah, scheiß Festplatte. Jetzt. Nun gut, das waren schon 8. Wow. Was haben wir denn hier noch so im Angebot? Melone. Melone. Kürbis. Kaktus. Nee, das lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal. Oh, White Loot Bag. Come on. Weizen. Wow. Echt jetzt? Weizen?
So, damit kriege ich jetzt hier meine Wiese voll. Sehr schön. So, das dunkle Quarzglas tun wir auch wieder hierher. Und mir fällt gerade ein, was ich auch noch bauen sollte. Und zwar eine Methode, wie man automatisch das Inventar leer bekommt. Aber wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, denke ich mal, dass wir das erst morgen dann mit bauen werden. So, ihr kennt es. Ich wiederhole mich nicht gern, aber ich mache es trotzdem immer wieder. Wem es gefallen hat, bei dem würde ich mich bedanken, wenn er unten auf einen der beiden Daumen drückt, entweder den Daumen nach oben oder den Daumen nach unten. Wer nach unten drückt, der kann mir natürlich auch gerne mal schreiben, warum er den Daumen nach unten gepresst hat, damit ich mich ein bisschen verbessern kann, damit ich mich ein bisschen vergessen kann. Ja, Jan. Und wenn ihr schon da unten seid, drückt doch bitte auch auf den Abo-Button, würde mir eine Menge bedeuten. Also, ich wünsche euch was, bis morgen, bye bye und tschüss.